Ja, willkommen zurück im Supermarkt, wo wir uns das letzte Mal durchgearbeitet haben. Für Aufregung. So, jetzt müssen wir irgendwie raus und schauen. Die Tür. Und dann wieder raus. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Klar. Okay, ja. Schauen wir mal ein Panzer, oder? Da vielleicht. Irgendwo rausgehen. Employees only, das hört sich doch gut an. Das denke ich nicht, ne? Oben irgendwas? Nein. Hast du schon was gefunden? Hey, ein Kabel. Hilfst du mir? Ja. Ein Kabel. Also. Ja, das sollte gehen. Los rüber. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Okay, das ist gut. Dann mal los. Ui. Ja, beiseite gehen. Dicke Diener da runterfällt. Pass auf, wenn du hier hochkommst. Es ist ziemlich windig. Lass mich raten, wir fallen wieder runter. Hier drüben! Los, die Panzer, zu davon. Hey, wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten. Okay. Hey, warte auf uns. Es wird immer schlimmer. Sollen wir umkehren? Das schaffen wir nicht. Wir haben es fast geschafft. Zu lang. Schon gut, Mädchen. Schon gut. Geh weiter. Na, mal weiter. Dina, wie weit noch? Dina? Die Spur, oder? Scheiße.
sei Dank. Komm schon, hier lang. Wohin gehen wir? Vertrau mir. Schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay, sehen wir uns mal um. Jemand hat hier dicht gemacht. Da hinten ist was. Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob da jemand wohnt? Kommt man woanders rein? Hier scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Hier ist eine Tür. Natürlich nicht. Laut drücken. Das? Ah ja. Okay, okay, das geht. Was ist hier los? Dieses ganze Elektronikzeug? Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Aber warum hat er es mir verheimlicht? Eugene Linden. Definitiv Eugenes Hütte. 000314. Er war ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete 3 Soldaten und 2 Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Im Bett tatsächlich. So, guck mal kurz. Tage, jetzt hat er gekritzelt. Hatte Eugene Kontakt zu anderen Fireflies? Hatte er von mir und Joel gehört? Nein, dann hätte er was gesagt. Einsacken. Ja, ist da.
Mein Gott. Das sind Tommy und Eugene. Noch die reinsten Babys. Licht. Heizung. Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein. Noch was einzacken. Zum Lesen. Eugene, bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen, lass sie doch. Er ließ seine Familie zurück und ging zu den Fireflies. Lass sie das Militär jagen. Politiker. Eugene. Lass sie einen Impfstoff entwickeln, der die Menschheit rettet. Vielleicht ernten wir sogar eines Tages die Früchte ihrer Fantasien. Aber bis dahin geht unsere Tochter vor. Die Fireflies kommen gut ohne dich zurecht, deine Tochter nicht. Fragt ständig, wann du nach Hause kommst. Kann sie nicht länger anlügen. Du fehlst mir, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Komm nach Hause, bitte. Wir lieben dich. Claire. Oh, da ist der Generator. So, das jetzt? Ah. Jawohl! Schon besser. Oh, wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Na, dann gucken wir doch mal hin. Setzen wir auf. Fangen wir vorne an. Stabilität. Plus 40 plus Stabilität. Oder doch lieber die Pistole. Feuerrate. Na, wir haben hier die Munition. Stoß, Stabilität, Kapazität. Oh, mal Stabilität. So, fest halt. Ja, das wird gehen. Ja, aber nicht. Hallo? Hm? Ellie, sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Hm, hier nicht. Ja. Hm. Das gibt's hier auch so eine Treppe. Kabel folgen. Na los. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Trockenes Gras. Das erklärt einiges. Das erklärt auch, wo er sein Gras her hatte. Dina, eine Gasmaskenbombe.
Gott, er war so schlau. Ja, sonst. Maria würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Ich hätte ihm helfen können. Ja, das war jetzt noch ein Glas drin. Ah. Aber ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Wo sie recht hat. Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist, und 10 überwältigend. Wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Immer wieder mit der Abby unterwegs, aber irgendwie. Ich fühle doch nichts Gutes im Schilde.
da hinten vor. So, infiziert. Schatz. Oh mein Gott. Kommando holen. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Auf die Fenster achten. Hm? Boah. Nochmal! Überall! Weg! Los zu der Tür! Oh!
Ach du Kacke, wie soll das denn machen? Okay, 1, 2, 3 und los. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr ja, so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus könnte klappen. Okay, ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Weg hier.